Hallo und willkommen in der Steinchenwerkstatt. Mein Name ist René. Heute bin ich für euch am Start und heute bin ich mal wieder bei der Firma Cumin. Ich habe mir mal wieder was für die kleinen weiblichen Fans der Klemmbausteine rausgesucht. Ein Mädchenset. Ich hatte ja schon mal ein Video darüber gemacht. Das war die kleine Windmühle. Verlinke ich euch unten, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, weil ich finde ja, Mädchen kommen viel, viel zu kurz in der Klemmbausteinwelt. Seitdem es die Alternativen gibt, gibt es jetzt viel für Erwachsene, noch mehr für Jungs und die Mädchen kommen immer noch zu kurz. Nicht mehr ganz so schlimm, es gibt jetzt mehr als nur noch die Friends-Serie von Lego, aber sie kommen immer noch zu kurz. Aber nichtsdestotrotz, Cumin bietet uns hier eine wahnsinnig schöne Alternative und auch, dass Mädchen wieder was spielen können. Ich meine, Mädchen spielen auch mit den anderen Sets, aber das hier ist echt von den Farben, von den Figuren her ideal für die Mädels. Das ist jetzt noch ein Set aus der etwas älteren Serie, weil Cumin stellt aktuell gerade die Prinzess Leia Serie oder viel seiner Mädchenserien um. Und gerade die Prinzess Leia Serie betrifft mich leider sehr, weil ich wollte euch gerne die ganze Serie vorstellen. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen, weil die ändern ihre Minifiguren ab. Die sind bisher, ja, die sehen den Friends-Figuren zum Verwechseln ähnlich. Die Friends-Figuren sind ja nicht geschützt, deswegen geht das okay. Aber die fangen jetzt auch an. Cumin hat ja diese Bubbleheads. Und das verpassen die jetzt den Mädelsfiguren auch. Die sehen dann echt ein bisschen spooky aus, finde ich. Aber okay, ich werde es euch zeigen, wenn es soweit ist. Noch ist es nicht da. Das hier sind, wie gesagt, noch die normalen Figuren. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Gucken wir doch mal rein. Beziehungsweise, ihr habt noch was ganz vergessen. Wir sind hier bei Cumin. Artikel Nummer 2606. Ein Bauspaß von 348 Teilen verspricht uns das Gerät. Und mit drei Minifiguren. Ja, diese sollen drin sein. Und zwar ist das die Lina, Erin und die Lucy. Die sollen uns durch das Set begleiten und sollen in der königlichen Schneiderei ihren Spaß haben. Auf der Rückseite seht ihr nochmal, was es noch für Sets gibt. Wie gesagt, diese Sets werden leider auslaufen. Es ist nicht so, dass die Serie ausläuft. Nein, Cumin gibt natürlich Alternativen raus. Aber die sehen ein bisschen anders aus. Und schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Jetzt sind wir erstmal hier und das machen wir jetzt auch erstmal. Und wir gucken jetzt mal rein. Alles zugeklebt. Aber es klingt schlimmer, als es ist. So, da haben wir einen Inlay-Karton. Tüte 1 und 2. Eine schöne große Plate. Anleitung und das, was ich ja so fantastisch finde, weil ich bin ja der absolute, ein absolut unkreativer Mensch. Ja, die legen immer solche Schaumstoffplatten mit da rein, schön bedruckt, damit man nachher weiß, anhand der Nummer, für so Leute wie mich, wie gesagt, unkreativ, einfallslos, wo dann das Set auch hin muss, was man denn da gerade in der Hand hat. Und dann soll das am Schluss eine richtig schöne Landschaft ergeben. Ich werde probieren, die ganze ältere Landschaft noch mir zu organisieren. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Weil es sind insgesamt ganze Haufen Sets. Mal gucken. Ansonsten haben wir Tüte 1, Tüte 2. Sprich, wir sind wieder bei Bauschritt sortiert. So sieht's aus. Also die erste Tüte soll uns soweit bringen. Zu der Anleitung muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel sagen. Beziehungsweise ich gehe mal ein bisschen weiter vor, da wird das ein bisschen deutlicher. Ja, das hier. Hier sieht man das doch ganz schön.
Cumin typisch. Cumin macht für mich persönlich, ja, meine ganz persönliche Meinung, die schönsten Anleitungen. Die allerschönsten. Weil der alte Bauschritt ist nur verblasst, trotzdem in Farbe. Der neue Bauschritt ist in kräftigen Farben dargestellt. Das heißt, man hat sowohl eine räumliche Orientierung anhand der Farben als auch anhand der Steine. Das ist mega für mich. Absolut mega. Ja, kleine Aufkleberchen. 4 Stück an der Zahl, 5, beziehungsweise noch ein Spiegelaufkleber. Ja, die werde ich drauf machen. Das sieht nicht so wild aus. So, ansonsten habe ich jetzt einen klein wenig Bauspaß vor mir. Ich mache das Ganze im Speedbuild. Wäre schön, wenn ihr mir folgt. Und dann sehen wir uns danach wieder. Bis gleich.
So, dann haben wir sie auch schon wieder durch. Es war ja nur ein kleiner Happen für zwischendrin. Na, letzter Bauschritt. Das sieht ganz gut aus. Hinten drauf haben wir auch jetzt nochmal die ganzen Sets. Da kann ich die euch nochmal gut zeigen. Ja, 12 Stück insgesamt von der ganzen älteren Prinzess Leia Serie. Die Windmühle hatte ich euch schon mal gezeigt. Wie gesagt, Video verlinke ich euch. Hatte ich ja schon gesagt. Und heute hatten wir Genus Taylor, sprich die königliche Schneiderei. Ja, und diese ganze Serie gibt es. Mal gucken, wie viel Sets ich mir davon noch schnappen kann, bevor sie ganz weg sind. Aber ein Schritt fehlt noch. Und zwar, den wollte ich mit euch zusammen machen. Die kleinen Damen der Stunde. Ja, die Cumin-Damen, die werden ja auch auf gewisse Art und Weise zusammengebaut. So. Dann kommt der Torso oben drauf. In den Torso kommt dann quasi ein riesengroßer langer Kopf. Auf diesen kommt dann der eigentliche Kopf. Dann kommt die Frisur noch drauf. Und die Ärmchen. Leider, leider, leider hat diese kleine gute Dame nur einen Arm. Der andere fehlt. So, das Ganze noch einmal. Dieses kleine Verbindungsstück wird in den Rock geschoben. Da kommt der Torso oben drauf. Ja, da können wir jetzt auch schon mal die Ärmchen dran machen. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Na, du wehrst dich aber ganz gut hier. So, da ist auch die Nummer 2 dran. Dann dieses Wirbelsäulenverbindungsstück, Apparatsgerät, irgendwas. Ja, ich habe zwar einen Arm zu wenig, aber dafür einen Kopf zu viel. So, dann kommt ein kleines Köpfchen drauf. Rosa Kleid soll rote Haare bekommen. So, und das Ganze noch einmal. Wir haben ja schließlich 3 Figuren. So. Und so. So. Ha, die gehen wesentlich einfacher dran. Ich glaube, die gute Dame soll eine Brille haben. So. Ein Schlüssel war übrig. Beziehungsweise das hier ist noch Haarschmuck für die Mädels. Das werde ich gleich noch dran machen. Damit werde ich euch jetzt nicht quälen. Und dann sind wir soweit erstmal durch. Und ich würde sagen, ich melde mich gleich vom anderen Tisch zurück. Bis gleich. So, willkommen zurück. Da haben wir es fertig. Die 2601, die kleine königliche Schneiderei. Ja, leider, leider hat das Mädchen nur einen Arm. Ja, der andere, ich gehe mal davon aus, na, könnt ihr jetzt ganz schlecht sehen, dass das der Arm war. Ein Spritzgussfehler. Leider, leider. Naja, so ist es. Die anderen zwei sind vollständig. Ja, die Deko für die Haare habe ich jetzt doch nicht mehr dran gemacht. Habe ich mal abgelassen. Ja, ansonsten, zu dem Modell an sich. Mal wieder richtig gut gelungen, finde ich, von Cumin. Ja, vor allem hier. Eine Nähmaschine
Für mich, ich finde sowas immer faszinierend, weil ja, ich bin total unkreativ und wenn sich jemand sowas ausdenkt wie aus, lass mal gucken, 1, 2, 3, 4, knapp 10 Teilchen eine Nähmaschine zu bauen, hey, finde ich klasse, super. Ich komme nicht auf solche Ideen. Deswegen, Hochachtung. Ja, die Tür geht nach innen auf oder wieder zu. Der Stuhl hier oben kann sich schön drehen. Ist sogar noch liegeverstellbar. Also wirklich mal wieder ein Set, was man auch richtig schön, was die kleinen Mädels oder auch Jungs bespielen können. Weil von hinten ist es offen, bespielbar. Die Farben sind jetzt okay. Eine oder zwei Farben weniger hätten sie jetzt auch getan. Meine persönliche Meinung. Aber die Farben an sich sind schön. Gibt es nichts zu meckern, nichts zu maulen. Alles stimmig. Zumindest laut meinem Empfinden. Es gibt ja andere Leute, die kommen mir nicht so gut mit so krassen Farben klar. Wobei, wie gesagt, ich finde einfach nur so ein oder zwei Farben hätten sie weglassen können oder den anderen angleichen können und dann wäre es super optimal gewesen. Aber so ist das auch schön. So soll es dann am Schluss auch auf der Schaumstoffplatte stehen. Natürlich mit den Mädels. So, dann. Auf die Einladung bin ich ja schon, glaube ich, zur Genüge eingegangen. Da brauche ich jetzt, glaube ich, kein Wort mehr zu verlieren drüber. Also, dann legt euch doch mal hin. So. Teiletrenner war dabei. Noch ein alter von Enlighten. So hieß Qmin ja früher. Aufkleber habe ich drauf gemacht und das ging auch relativ gut und problemlos. Einzig und alleine bei dem Spiegelaufkleber hatte ich ein bisschen Probleme. Habt ihr ja bestimmt gesehen. Aber die anderen, die waren eigentlich. Qmin lässt bei den Aufklebern immer genügend Spielraum, dass man den auch einigermaßen ausrichten kann. Der ist nicht immer haargenau über diesen Stein, über diese Fliese, sondern da ist ein bisschen Luft nach rechts und links. Deswegen lassen die sich recht gut aufbringen. Und auch die Qualität ist super. Die halten schön. Sind farbecht. Also der Farbunterschied zu den normalen Steinen, der ist echt minimal. Hut ab. Das Deko für die Haare. Ja, damit kann man die Mädels dann auch umdekorieren. Die haben da oben im Kopf immer noch so ein kleines Löchelchen, beziehungsweise an der Seite. Da können sie ihre Haarspangen einsetzen. Oder Diademe. Oder. Ja, wie gesagt, ein Fehlgussteil. Ansonsten hatte ich nicht viel übrig. Nochmal einen Ersatzschlüssel für was auch immer. Da war nichts mit Schloss dran. Ja, ein paar Blümchen, ein Hebelchen, ein Baurichtungsumkehr, eine Fliese, ein Stud und ein extra Kopf. Kein Arm, aber ein extra Kopf. Okay. Kommt in die Teilekiste. Fehlgüsse kommen in den Müll, genauso wie die Aufkleber. So, dann würde ich sagen, das war schon wieder von meiner Seite. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen hoch, lasst ein Like da, lasst ein Abo da im besten Falle. Auch gerne mal einen Kommentar unten rein. Wenn ihr euch mal irgendein Modell oder sowas nicht so ganz vorstellen könnt, wie es wird. Und ihr wollt es gerne vorher mal sehen. Schreibt mal rein. Wir gucken, ob wir das für euch bauen können. Weil für die Ideen sind wir immer offen. In diesem Sinne, lasst ein Like da, Abo da, Kommentar da lassen und wir sehen uns bald wieder. Ciao!